Hallo, mein Name ist Jan Albrecht. Ich bin Abgeordneter für die Grünen im Europäischen Parlament und beschäftige mich hier mit Bürgerrechten und dem Datenschutz. Und zu diesem Thema habe ich heute einen sehr interessanten Gast hier im Europäischen Parlament in der Green Corner, Max Schrems. Du bist Aktivist für Datenschutzrechte und hast durch deine Anfrage bei Facebook, deine Rechte besser durchsetzen zu können, es geschafft, vor den Europäischen Gerichtshof, also das höchste Gericht der Europäischen Union, zu kommen und dafür zu kämpfen, dass unsere Rechte auch bei US-Unternehmen besser durchgesetzt werden. Und dazu haben wir morgen einen entscheidenden Moment und vielleicht kannst du uns einmal erklären, worum es da geht. Ja, morgen wird der Generalanwalt vom EuGH mal seine Meinung kundtun zu unserem Fall. Da geht es um die ganze Prison-Überwachung. Das ist das, was Edward Snowden aufgedeckt hat, also dass US-Unternehmen massenhaft Daten weitergeben an die NSA zur Massenüberwachung. Und das Spannende an dem Fall ist, dass unsere Daten ja eigentlich gar nicht direkt bei der NSA landen, sondern erstmal bei Facebook in Irland und die fallen unter europäisches Recht. Die exportieren die Daten dann an Facebook USA und dort landet es dann weiter bei der NSA. Und das Spannende ist, nach europäischem Recht darf ich Daten nur ins Ausland schippern, also exportieren, wenn dort ein angemessenes Schutzniveau hergestellt ist. Und die Grundsatzsache, die ich gesagt habe, ist, naja, Massenüberwachung kann wohl kein angemessenes Schutzniveau sein. Also irgendwo ist ein Systemfehler. Und das Ganze wird noch lustigerweise mit den USA das sogenannte Safe Harbor Programm gibt. Das heißt, die Europäische Kommission hat 2000 unter starkem Druck der USA zugestimmt, dass US-Unternehmen sich hinstellen können und sagen, hiermit selbst zertifiziere ich, dass ich ganz toll mich an den Datenschutz halte. Diese Prinzipien, die da drinnen stehen, sind relativ ascharf, also da kann ich noch immer praktisch alles machen mit den Daten. Aber wir tun jetzt so, als ob die ein angemessenes Schutzniveau haben. Und das Spannende ist, da ist eine Ausnahme für also für National Nationale Security. Sicherheit, ja. Und die wird von Europa ganz anders interpretiert als von den USA. Aber laut Safe Harbor Abkommen wird das nach US-Recht interpretiert, also kann die ganze europäische Interpretation ein bisschen scheißen gehen. Das wird nicht viel bringen. Und das ist jetzt sozusagen die Grundsatzfrage, darf eigentlich diese Daten noch in die USA landen, wenn wir wissen, dass eigentlich Facebook Irland, ein europäisches Unternehmen, da fremde Geheimdienste unterstützt? Ne? Absolut. Das ist eine total wichtige Frage, auch im Zuge jetzt unserer Verhandlungen der Datenschutzreform hier in der Europäischen Union. Wenn du jetzt auf die Meinung des Generalanwalts, die jetzt vor der Tür steht, guckst, hast du das Gefühl schon, in welche Richtung es in eurem Verfahren gibt? Und kannst du dir vorstellen, wie man das dann in Zukunft wirklich besser durchsetzen kann, dass unser Schutz auch in den USA gewährleistet wird? Also generell ist das Gefühl gut. Man weiß natürlich nie ganz genau, wie das da am Ende dann rausgeht. Aber es ist eine große Frage, wie breit das Statement wird. Also ob Sie wirklich nur sagen, ja, das ist jetzt nach dem Safe Harbor nicht erlaubt, das ist allgemein nach der Datenschutzrichtlinie nicht erlaubt oder ist überhaupt grundrechtswider. Derzeit ist der EuGH sehr in die Breite gegangen, was halt wichtig wäre, weil das auch viel mehr klärt dann. Wie man es dauerhaft löst, ist natürlich das Problem, dass das US-Konzerne sind, die auf der einen Seite US-Recht sich halten müssen, auf der anderen Seite europäisches. Derzeit tut nicht an europäisches Recht halten gar nicht weh, Der also halten wir geringste uns genau Widerstand, an ja. das US-Recht. Und dauerhaft müssen wir wahrscheinlich da in Europa durchsetzen, aber dann eben auch gemeinsame Mutual Assistance Agreements mit den USA haben, Rechtshilfeabkommen. wobei wirklich notwendigen Sachen die Daten auch dann rausgegeben werden, aber halt nicht bei der Hintertür einfach mal ordentlich zulangen ohne irgendeiner richterlichen Kontrolle. Ne? Ja, dann hoffen wir mal, dass wir das möglichst bald hinkriegen. Sieht ja gar nicht so schlecht aus mit der Datenschutzverordnung und diesen Regeln dazu. Und ja, dann viel Erfolg weiterhin bei deinem Gerichtsverfahren. Gleichfalls viel Erfolg bei der Datenschutzreform. Das ist noch Danke. das viel Größere drum. Wir tun unser Bestes.